Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Das Thema heute ist die Darstellung negativer Zahlen. Ja, also wir hatten ja gesagt, Zahlen, jetzt mal ganz Zahlen, die werden ja im Computer im Binärsystem dargestellt, also Dualsystem 0 und 1. Und da könnte man jetzt hingehen, könnte sagen, naja, ja, wie die badische Hausfrau, ich nehme einfach ein Bit mehr, als ich brauche, und da speichere ich mir mein Vorzeichen rein. Ne? Also 0 für ein positives Vorzeichen und 1 für ein negatives Vorzeichen. Ja, dann könnte 1, 0, 1, 1 zur Basis 2 wäre dann die minus 3 und 0, 0, 1, 1 zur Basis 2 wäre dann die 3. Ja, es hat aber ein paar Nachteile. Erster Nachteil ist, wir hätten dann zwei Werte für 0. Das heißt also, wir müssten irgendwie Rechenwerke bauen, die mit zwei verschiedenen Nullwerten arbeiten können. Und ganz generell ist dann die Addition mit negativen Zahlen etwas problematisch. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht. Also 1, 0, 1, 0 wäre ja dann die minus 2. Wenn ich das jetzt mit einer 0, 1, 0, 1, also der 5, addieren wollte, dann käme raus 1, 1, 1, 1 und das wäre ja minus 7. In Wirklichkeit sind aber minus 2 plus 5 3. Ja, also ganz so einfach ist es nicht, dass wir einfach sagen, na, lass uns einfach mal vorne so ein Bit nehmen. Ja, also so funktioniert es nicht. Schauen wir uns mal an, wie es trotzdem funktionieren kann. Also, als erstes möchte ich gerne mal den Begriff des Überlaufs einführen. Sie sehen hier auf der rechten Seite eine Addition von zwei Zahlen und Sie sehen, die sind jeweils 4 Bit breit. Ja, das ist ja die Wortbreite, die so ein Computer immer mitbringt, also zum Beispiel 32 Bit. Und so ein Wort ist immer die Breite, oder meistens die Breite, so ein Maschinenwort ist die Breite, die so ein Computer gleichzeitig verarbeiten kann. Hier haben wir jetzt mal die Wortbreite 4. Und wenn ich jetzt hier hinten addiere, 0 plus 1, ja, also von der 14 und der 3, ja, dann kommt da raus 1, Übertrag 0. So, dann 1 plus 1, da kommt raus 0, Übertrag 1. 1, 0, 1, da kommt raus 0, Übertrag 1. Und 1 und 1, da käme ja wieder raus 0, Übertrag 1. Na, wir bräuchten jetzt also hier irgendwie eine Stelle mehr. Die geht aber verloren. Ja, das Ergebnis ist also falsch. Das heißt also, in irgendeiner Form muss ich jetzt darauf achten, wenn ich mit festen Wortbreiten arbeite, ja, dass die Worte überlaufen können, ja, dass die Ergebnisse dann schlicht falsch sind. Das gilt übrigens nicht nur im Binärsystem, das gilt auch im Dezimalsystem. Also wenn Sie hier 533 plus 479 addieren, da käme raus 1012. Ja, wenn Sie aber eine feste Wortbreite von drei Stellen haben, dann kommt da halt 12 raus. Ja, das heißt also, wenn man sich das bildlich vorstellen wollte, ja, dann wäre das nicht mehr so, wie wir das mal in der Schule gelernt haben, ein Zahlenstrahl, sondern wenn ich eine feste Wortbreite habe, dann ist es im Prinzip ja so ein Zahlenkreis. Ja, da könnte ich jetzt jeden Abschnitt als eigenen, also als so ein Kreisbogenstück mir vorstellen und dann habe ich erstmal das Kreisbogenstück 533 und wenn ich dann das Kreisbogenstück 479 dranhänge, ja, dann läuft's über, ja. Also hier würde ich loslaufen in diese Richtung bis zur 533, die wäre dann hier irgendwo. Wenn ich dann nochmal 479 weiterlaufe, dann komme ich irgendwo hier bei 12 an, ne? Das heißt also, hier zwischen gibt's da so einen Nullübergang, ja, und dann läuft das über, ne? So, wenn ich mir also die Addition mal vorstellen, ich mache es jetzt nochmal mit einem Beispiel von der 3 und der 499, dann habe ich ja einen Kreisbogen hier und den nächsten Kreisbogen da, also das sind jetzt die 499, also fast 500, und wenn ich die jetzt hintereinander hänge, dann komme ich hier irgendwo bei der 502 raus. Ne? Das funktioniert hervorragend, solange ich hier irgendwie nicht in Richtung Überlauf komme, funktioniert das sehr gut. Also, hier das Beispiel von eben nochmal, ja, also hier erster Kreisbogen 533, zweiter Kreisbogen 479 und dann lande ich hier eben bei der 12, wie in dem Ausgangsbeispiel. Ja, das heißt also, wenn ich den Nullübergang habe, wird mein Ergebnis falsch. Das ist erstmal ein grundsätzliches Problem. Können wir uns aber hier erstmal zunutze machen. Also die Idee wäre, wir benutzen jetzt den Überlauf, um eine Subtraktion auf eine Addition zurückzuführen. Ja, dann müssten wir erstmal die Frage klären, wie viel muss ich zu einer Zahl x addieren, damit ich nach dem Überlauf bei x minus 1 ankomme. Das wäre dann der Kreisumfang minus
1. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt von einer Zahl, sagen wir mal von der 12, genau 1 abziehen wollte, dann müsste ich, wenn ich hier einmal rumlaufe, hätte ich ja 1000, ne? Dann müsste ich also für die minus 1 genau 999 weit laufen. Ne? Das heißt also, die minus 1 abzubilden, wäre abzubilden auf die 999. Ja, bei eben 3 Dezimalziffern. Ja? Gut, das können wir auch verallgemeinern. Ja? Das heißt also, ich rechne jetzt hier mit dem Kreisumfang minus 1, wäre ja die 999. Und das heißt, ich könnte dann sagen, okay, die 999 entspricht genau meiner minus 1. Also von der 12 auf die 11 wäre einmal drumherum. Wie komme ich jetzt auf die Zahl, die Entsprechung ist? Also wenn ich jetzt von x auf minus x kommen wollte, um also quasi rauszukriegen, wie denn ja, von der 5 zum Beispiel die minus 5 aussehen müsste, dann müssten wir also sagen, okay, ich muss den Kreisumfang minus x nehmen. Ja, das erleuchtet ja auch ein. Ich habe hier eine Zahl. Ja, und wenn ich jetzt quasi wissen will, was muss ich tun, um genau wieder auf die 0 zu kommen? Ja, weil es gilt ja, x plus minus x ist 0. Ja, dann muss ich genau auf die 1000 kommen. Ja, und das kann man machen, indem man jetzt einfach alle Ziffern nimmt, auf die 9 auffüllt und dann 1 hinzuaddiert. Schauen wir uns in dem Beispiel an. Also, wenn wir jetzt das Äquivalent zu 430 haben wollten, dann wissen wir, alles klar, wir müssen hier, um auf die quasi auf die 0 bzw. auf die 1000 zu kommen, müssen wir 570 addieren. Wie können wir das machen? Wir füllen einfach die 4 bis zur 9 auf, erste Ziffer ergänzt, die 3 bis zur 9, dann haben wir die 6 und die 0 bis zur 9. Ja, das heißt also 569 plus 430 ergibt genau 999. Und da müssen wir noch eins hinzuaddieren, dann kommen wir genau auf die 570. Ja, also um aus der Zahl die Zahl zu machen, die man braucht, um es zum Überlaufen zu bringen, und dann quasi die Negativdarstellung zu haben, kann man so erzeugen. So, das machen wir uns zunutze und benutzen also quasi diese so gefundenen Zahlen als Repräsentation der jeweils negativen Zahl. In unserem Fall also die 430. Wenn ich also die Repräsentation von minus 430 suche, dann wäre es nämlich genau die 570. Wenn wir es überprüfen, ja, haben wir gesagt, es muss 0 rauskommen, also 0 plus 0 ist 0, 3 plus 7 wären 10, also Übertrag 1, 4 plus 5 plus den Übertrag sind wieder 10, dann schneiden wir die vorderste Stelle ab, ne? Überlauf an der vierten Stelle wird ignoriert, wir haben ja nur ein dreistelliges Wort, das heißt also, wir kommen dann genau wieder bei der 0 raus. Ne? Also hier unser Kreisbogen für die 430 und das hier unser Kreisbogen für die 570. Die Bildungsregel, die können wir jetzt im Prinzip in allen Zahlensystemen anwenden. Ne? Also immer auffüllen bis zur höchsten Ziffer. Machen wir das mal im Zweiersystem. Also wenn ich das Zweiersystem habe, dann hätte ich hier, also jetzt mit dem Beispiel mit 4 Bit, hätte ich also hier einen Kreisbogen und um quasi dessen Negativrepräsentanz zu finden, müsste ich diesen Kreisbogen finden. Das machen wir einfach, indem wir hier die 0 auf die quasi 9 auffüllen. Also das ist ja die 1, also die 1. Die 1 füllen wir auf die 1 auf, indem wir eine 0 addieren und so weiter. Ja, Sie sehen, im Prinzip wird es hier einfach nur invertiert. Also aus der 0 wird eine 1, aus der 1 wird eine 0 und so weiter. Das Ding hier oben, das nennen wir Einerkomplement. Und dann addieren wir eine 1 und dann haben wir das Zweierkomplement. So, wenn wir das jetzt alles zusammen addieren, kommt hier also 0 plus 1 plus 1 gibt 0, Übertrag 1. 1 plus 0 plus den Übertrag ergibt 0, Übertrag 1. 1 plus 0 plus den Übertrag gibt 0, Übertrag 1. 0 plus 1 plus den Übertrag ergibt 0 plus den Übertrag 1 und der wird an der fünften Stelle wieder ignoriert. Das heißt also, 1, 0, 1, also wenn ich hier diese 1 zu dem dazu addiere, 1, 0, 1, 0 ist eine Repräsentation von minus 0, 1, 1, 0. Also das hier unten zusammengezogen wäre das sogenannte Zweierkomplement und das ist die Darstellung der negativen Zahl. Ja, nochmal zur Bildung. Also zur Darstellung einer negativen Zahl mit Hilfe des Überlaufs.
Ja, benutzt man die Komplementdarstellung. Und bilden tut man das so, indem man eben erstmal jede Stelle invertiert. Dann kommt man auf das Einer-Komplement und dann zum Einer-Komplement eben noch eine 1 hinzuzählt. Und wenn ich hier die 1 hinzuzähle, ja, dann gibt es einen Überlauf und dann, einen Übertrag und dann rutscht die 1 einfach nach da. So, schauen wir uns das an einem Beispiel an. Das Beispiel 17 minus 14 ist gleich 3. Wenn wir das übertragen mit einer Wortbreite von 8, dann ist die 17 die 0001001 und die 14 wäre die 0001110 und da kommt jetzt das Minuszeichen davor. So, 1 minus 0, ja, machen wir einen Strich drunter, vergessen, 1 minus 0 ist 1. 0 minus 1 geht nicht, wir müssen uns also im Prinzip einleihen. 1, 0, also 2 minus 1 ist 1. 0 minus 1 minus 1 geht nicht, das heißt, wir müssen uns wieder einleihen. Das heißt also wieder die 2 minus 1 minus 1 wären 0. Das gleiche hier. 0 minus 1 minus 1 geht nicht, also müssen wir uns wieder einleihen. Line 2 minus 1 minus 1 sind 0. So, 1 minus 1 sind 0. 0, 0, 0. Ja, passt. Das hier entspricht 3 zur Basis 10. Ja, 17 minus 14 ist 3. Rechnen wir das mit dem Zweierkomplement. Dazu müssen wir erstmal das Zweierkomplement von der 14 finden. Ja, schauen wir mal. Also 14 war 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Einer Komplement, also einfach invertiert. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Und dazu 1 hinzuaddiert plus 1 sind 1 plus 1 sind 0, Übertrag 1. 0 plus 1 sind 1, Übertrag 0. 0 plus 0 ist 0. 0 plus 0 ist 0. 1, 1, 1. 1, das hier wäre also das Zweierkomplement der Zahl 14. So, das heißt, ich kann jetzt da eine Addition draus machen. 0, 0, 0, 1, das war unsere 17. Ja. Und jetzt addiere ich hier mal meine Darstellung von der minus 14. Also 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. So, Addition ist total einfach. 1 plus 0 ist 1. 0 plus 1 ist 1. 0 plus 0 ist 0. 0 plus 0 ist 0. 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. 0 plus 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. 0 plus 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. 0 plus 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. So, das heißt, hier vorne steht jetzt eine 1. Die wird aber abgeschnitten, weil hier ja Schluss ist. Das heißt also, was übrig bleibt, ist dieses Ergebnis hier. Und da schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stellen. Und das sind auch 3 zur Basis 10. Das heißt also, wir können jetzt unsere Addition, also mit unserer Addition, weiterarbeiten, wenn wir einfach die Zahl, die wir abziehen wollen, im Zweierkomplement darstellen. So, und wenn das geht, also wenn ich die Subtraktion auf eine Addition zurückführen kann, ja, das ist hervorragend, dann kann ich nämlich mit Addierschaltungen, die ich in so einem Computerbau, also in Hardware schon habe, kann ich jetzt auch Subtraktionen machen. Ich muss eigentlich nur noch eine Schaltung haben, die mir das Zweierkomplement zusammenbaut und dann kann ich mit der gleichen Hardware addieren und subtrahieren. Ganz wichtig, ich muss natürlich dann den Überlauf behandeln. Das heißt also, das ist ein grundsätzliches Problem. Immer wenn ich mit festen Wortbreiten arbeite, muss ich den Überlauf behandeln. Ja, in dem Fall ist es so, wenn bei der Addition was überläuft, dann war meine Wortbreite nicht ausreichend. Und bei der Subtraktion ist genau umgekehrt. Wenn bei der Subtraktion nichts überläuft, dann ist bei der Subtraktion was schiefgegangen, dann passt die nicht in den Darstellungsbereich. Ja, das machen die Computer auch. Da gibt es dann sogenannte Gates. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Ereignis, ein Signal in dem Prozessor, der halt sagt, okay, bei der Subtraktion gab es
einen Überlauf oder bei dieser Addition gab es einen Überlauf, sodass man das auch tatsächlich in der Praxis abfragen kann. So, wenn wir uns jetzt also mit dieser Zweierkomplementdarstellung negative Zahlen darstellen wollen, dann müssen wir eigentlich noch unsere Vorschrift ändern, mit der wir von den Zahlen aus dem Binärsystem auf unsere Zahlen im Dezimalsystem kommen. Das funktioniert relativ einfach. Wir müssen hier nämlich eigentlich nur an der obersten Stelle das negative Vorzeichen dazufügen. Ja. Die negativen Zahlen liegen ja in der oberen Hälfte unseres Zahlenkreises. Das heißt, die haben alle vorne eine 1 stehen. Ja gut, und wenn da tatsächlich was steht, dann wird im Prinzip ja der halbe Kreis abgezogen. Also kann ich da ein negatives Vorzeichen davor machen. Der Rest von der Umrechnungsvorschrift bleibt gleich. Ja. Wenn ich dann immer mit dieser Umrechnungsvorschrift arbeite, dann kann ich also sowohl negative als auch positive Zahlen immer sauber umrechnen. So, und als Vorbereitung fürs Plenum, versuchen Sie mal die Zahl 0111011, binär, in Ihr Zweierkomplement umzuwandeln und dann berechnen Sie die dezimale Repräsentation der beiden binären Werte, ja, mit Hilfe der Formel, die ich Ihnen gerade nochmal in der veränderten Form gegeben habe auf der letzten Folie. Und dann berechnen Sie jeweils im Binärsystem mit 7 Bitstellen mit Hilfe des Zweierkomplements die Terme 34 minus 10, minus 12 minus 5, minus 12 minus minus 15. Ja? Also die minus 15 dann wirklich mal ausrechnen im Zweierkomplement und dann von der minus 12 abziehen. Da müsste ja eigentlich, wenn wir jetzt hier nichts falsch gemacht haben, wieder was Vernünftiges rauskommen. Gut. Und dann sehen wir uns dann zur Vorlesungszeit im Plenum und diskutieren dann nochmal die Ergebnisse der Übungsaufgaben.